Erst einmal vielen lieben Dank für die zahlreichen Kommentare unter meinem Video. Diese 7 Dinge nerven Ausländer. Ich habe mir alle durchgelesen und finde es zudem toll, dass so viele miteinander kommunizieren und den Dialog untereinander suchen. Denn nur wenn man Dinge anspricht und ja, einen respektvollen Diskurs zulässt, kommt man dem Miteinander etwas näher. Ich denke, das leuchtet jedem ein und das sollte man immer hochhalten. Für mich sind nervende Eigenschaften anderer nur ein negativer Spiegel der eigenen Normen. Das will heißen, wenn ich mich außerhalb meiner gewohnten Verhaltensweisen aufhalte, fühle ich mich bisweilen unbehaglich. Ich denke, jeder kennt diesen Zustand bei einer Konversation, welche nicht in der Muttersprache abgehalten wird. Man hat durch das Unverständnis viel Zeit für freie Interpretation und deutet so manch erhöhte Stimme als Zeichen für einen Streit. Was hat das aber jetzt mit meiner Meinung zum oben genannten Thema zu tun? Ich denke sehr viel, denn nur so lässt sich meine äußerst wohlwollende Haltung zu gewissen Eigenschaften nachvollziehen. Ja, wenn man mich ganz spontan fragt, hey Kai, was stört dich denn so an der Republik Polen? Ja, da würde ich sehr wahrscheinlich mit den Schultern zuckend eine halbe Stunde überlegen, denn so wirklich viel ist es gar nicht, was mich definitiv stört. Sehr wahrscheinlich liegt es an meinem persönlichen Spiegel, den ich weiter oben erwähnt habe. Bei mir ist dieser aber nicht mehr so negativ behaftet, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ich denke, das war der äußerst positive Einfluss meiner Frau über mehrere Jahre hinweg. Bevor ich euch aber erzähle, was mich an diesem Land stört, gehen wir ein wenig auf den Artikel von Polenjournal ein. Um diesen ging es ja ursprünglich. Gleich vorneweg, in diesem Artikel wurde nicht genau definiert, ob es sich um Besucher des Landes oder Auswanderer handelt. Das halte ich aber für sehr wichtig, denn als Urlauber kann ich mich mit kurzfristigen Änderungen besser abfinden, als wenn ich längere Zeit damit konfrontiert werde. Ich spreche hier ganz klar über meine Meinung als Auswanderer. Über 5 Jahre hinweg konnte ich viele Erfahrungen sammeln und mir zudem unzählige Regionen anschauen. Das fließt natürlich alles in meine Erklärung mit ein. Das erste Thema im Artikel war der Umweltschutz und ja, da kommt es natürlich immer darauf an, aus welchem Land das kommt. Es gibt natürlich ganz viele Steckenpferde der einzelnen Länder und diese wollen das auf andere übertragen. Ob das jetzt positiv oder eher negativ behaftet ist, darüber muss sich jeder selbst im Klaren sein. Also wir trennen den Müll, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das doch nicht alles auf einen Haufen gekippt wird. Zudem haben wir auch eine Anlaufstelle für die Abgabe von jeglichen Sondermüll oder Bauschutt. Diese kann man so oft aussuchen, wie man möchte und das völlig kostenlos. Generell habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man hier mehr Mülleimer aufstellt. Das war meiner Meinung nach nicht nur in Polkowice der Fall, auch in anderen Städten und Regionen habe ich das gesehen. Natürlich gibt es auch hierzulande Umweltsäue, welchen ihren Unrat im Wald entsorgen und auch genauso viele, welche den Kot ihrer Vierbeiner nicht aufheben. Der ein oder andere denkt immer noch, dass Hundekot ein Dünger wäre, aber das ist ein ganz anderes Thema. Der Satz, nur wenige Bewohner des Landes kümmern sich um die Natur, die Grünflächen sind verschmutzt, überall vor allem auf den Straßen liegen Müll und auch Zigarettenstummel, in den Wäldern und an den Stränden ist es am schlimmsten, ist für mich eine dreiste Pauschalisierung seitens diesem Artikel und diesem Polenjournal und in jedem Fall nicht zielführend. Ich lade herzlichst die Betreiber von Polenjournal oder die den Artikel geschrieben haben, nach Polkowice ein. Wir gucken uns gemeinsam die Region an und dann kann man hin und wieder auch Argumente normalisieren, wenn man sich ja, das anschaut, wie es denn wirklich ist. Weiter geht es mit dem Fahrverhalten. Es mag durchaus sein, dass ich mich durch die 5 Jahre hier im Land schon an die ein oder andere Situation gewöhnt habe. Trotzdem fällt mir der Hang zum Rasen immer noch auf. Besonders bei geraden Strecken wird gerne aufs Gas gedrückt und das Überholen gehört zum guten Ton. So hat sich das jedenfalls bei mir festgesetzt im Kopf. Es hat sich aber auch in den letzten Jahren sehr viel verbessert. Insbesondere an den Zebrastreifen muss man nicht mehr um sein Leben fürchten. Wenn man sich die Fahrschulen aber hierzulande anschaut, ist das aber für mich kein Wunder. Die Fahrzeuge mit dem L auf dem Dach oder auf der Tür unterschreiten durchweg und systematisch die Geschwindigkeit um 10 bis 15 Stundenkilometer.
und auf dem Verzögerungsstreifen könnte ehrlich gesagt ein Elefant schneller rennen. Ich habe mich mittlerweile auch damit abgefunden und lasse jeden gerne an mir vorbei. Zudem versuche ich als gutes Vorbild voranzugehen und halte durchweg an Zebrastreifen, so wie ich das auch in Deutschland gemacht habe, aber durchweg mit dem Blick in den Rückspiegel. Im Grunde kann sich der deutsche Straßenverkehr nicht völlig von den Vorwürfen freimachen, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Dort gibt es auch genug Drängler und Raser, welche meinen, sie hätten mit dem Fahrzeugkauf die linke Spur gemietet. Zudem haben deutsche Autofahrer rund 13.200 Autobahnkilometer, in Anführungszeichen, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, zum Ausleben ihrer Geschwindigkeitssucht zur Verfügung. In Polen stehen nur ca. 1700 Kilometer zur Verfügung. Ein ähnliches Verhältnis finden wir übrigens auch auf den Schnellstraßen. Ich denke, das ist mit einer der Gründe, warum sich der aggressive Verkehr in den Städten und auf den Landstraßen hält. Eine Ausweichmöglichkeit ist ja hier nicht vorhanden. Trotzdem kritisiere ich jede Art von Gefährdung anderer. Das ist für mich nicht hinnehmbar und äußerst egoistisch. Der Absatz mit den Ämtern, der hat mich auch sehr interessiert und ich denke, der hat auch sehr polarisiert. Es kommt auch hier auf das Amt an und natürlich auf die Region, das sei vorab gesagt. Vor knapp 15 Jahren war das hierzulande noch ein Graus, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Jetzt ist das Prozedere aber äußerst angenehm. Vieles können wir zum Beispiel online erledigen. Hierzu zählt die Ausweisverlängerung, der Antrag auf 500+ oder auch für die Großfamilienkarte und zudem für das einmal jährlich gezahlte Schulgeld als Unterstützung. Als ich meine Peselnummer beantragt habe und auch als ich mich auf diese Adresse hier in Polen angemeldet habe, ging das ohne Wartezeit und äußerst zügig. Keine übermäßig vielen Dokumente, wie das in dem Beitrag genannt wurde. Natürlich gibt es bestimmt auch Ämter, wo das noch anders abläuft. Aber wir wissen alle, Papier ist geduldig und ich denke, in einem weniger digitalisierten Land, ich spreche hier von Deutschland, dürfte das nicht besser oder auch nicht großartig schlechter ablaufen. Beim Thema Toleranz kann ich überhaupt nicht zustimmen. Vielleicht fehlt es mir als Hetero-Mann und klassischem Familienvater mit wunderbaren Kindern an Erfahrungen, aber sei es drum, jeder kann das machen, wie er möchte. Zum Thema Toleranz musste ich mir aber als Ausländer in Polen noch nie Gedanken machen. Okay, es war einmal in Białystok, da hatte ich meine Bedenken wegen der deutschen Sprache, aber hey, das hat auch so manches Mal ein Hesse im Münchner Hofbräuhaus, wenn er ein Appleboy bestellt. Lächeln mache ich kurz und knapp, denn meine Zeit, um das herauszufinden, ist mir zu kostbar. Von mir wird jeder auf der Straße konsequent angelächelt, in der Hoffnung, das färbt ab. Bevor man das kritisiert, sollte man sich selbst überprüfen, ist meine persönliche Meinung. Ich finde auch einen guten Tag oder guten Abend für durchaus angebracht. Hier wird man beim Ausführen der Höflichkeit aber weniger verdutzt angeschaut, als dies in Deutschland der Fall war. Zudem grüßen mich immer jüngere Menschen, wenn ich das erwidere, kommt automatisch ein Lächeln zurück. Ich verstehe also das Problem nicht wirklich. Warum man als Urlauber ein Kino besuchen sollte, okay, das weiß ich nicht ganz. Ich halte auch Fernsehgeräte und mit der Vorgabe, da muss ein deutsches Programm in der Ferienwohnung im Fernseher sein, für ein bisschen übertrieben. Aber jeder hat da die eigenen Geschmäcker. Und ja, wenn die Werbung in den Kinos für manche ein Problem darstellt, sollten diese einfach ein paar Minuten später in den Kinosaal gehen. Das ist mein Vorschlag. Und da in den Kommentaren auch die Synchronisation angesprochen wurde, werde ich auch darüber ein paar Sätze erzählen. Hier wären wir nämlich wieder bei dem eigenen Anspruch und dem jahrelangen Vorgaben im eigenen Land. Meine Frau ist mit dieser Art der Synchronisation aufgewachsen, will heißen, ein Sprecher spricht alle Dialoge und der Originalton ist zu hören. Wer das schon mal gesehen hat, der wird das irgendwie komisch oder fremd finden, denn ich bin auch mit dem klassischen Dubbing aufgewachsen. Somit hatten alle Schauspieler ihre deutsche Stimme. Blöd ist nur, wenn dann Russell Crowe oder Tom Cruise irgendwann in 15 Jahren mal wieder eine andere haben. Mir hat die polnische Version viele Vorteile gebracht, das sei erwähnt, denn ich konnte schon früh die Filme zusammen mit der Familie schauen und habe die Texte in Englisch verstanden. Neulich waren wir auch im Kino, die Werbung war überschaubar und die Zeit vor dem Film ähnlich wie in Deutschland. Der Kinofilm war gerade rausgekommen und in englischer Sprache mit polnischen Untertiteln, deswegen kommen die ja auch manchmal schneller raus. Und auf eine bessere Art und Weise kann man sein Polnisch nicht verbessern,
aber auch hierzulande setzt man schon seit Jahren vermehrt auf das Dubbing als Synchronisation. Insbesondere die Kinderfilme sind dann auch in polnischer Sprache vertont. Wir besprechen die Sprache in der Ausländerbehörde, denn zurzeit erlebt man viel Veränderung hier im Land. Früher war das Verstehen der polnischen Sprache eine Herausforderung für mich, jetzt ist es tatsächlich ukrainisch. Es gab schon immer Ukrainer hier in Polen, genauso wie es Deutsche oder Asiaten gibt. Trotzdem war eine Übersetzung in Deutsch oder einer anderen Sprache nie vorhanden. Vorsicht, in anderen Regionen kann das durchaus anders aussehen und ablaufen. Ich spreche hier nur von den Erfahrungen aus Polkowice. Jetzt wird man nämlich in den Supermärkten über Lautsprecheransagen auf Ukrainisch, kann ich das sagen, dass es belästigt ist. Ja, man wird belästigt, denn mich nervt es eindeutig. Auch in den vielen Behörden wurde alles mit Übersetzung ausgelegt und jede freie Scheibe mit Hinweisen beklebt. Stört es mich abschließend also, dass man mit der englischen Sprache nicht weiterkommt? Nein, in keinem Fall. Denn mein Anspruch ist es ja, in der Landessprache sprechen zu können und nicht in einer anderen. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung, also eine von vielen. Ich finde es aber äußerst bemerkenswert, wie viele Menschen eine Anpassung fordern, besonders all jene, welche in Deutschland von allen Ausländern die deutsche Sprache fordern, dann aber im Ausland fragen, warum man kein Deutsch spricht. Abschließend finde ich den Artikel von Polenjournal schlecht recherchiert. Es werden viele Floskeln benutzt und durch pauschale Aussagen somit auch Stereotype untermalt oder bestätigt. Mein Motto passt gut zu Polen: Fortschritt statt Perfektion. Das ist nämlich Polen. Und jetzt sage ich euch aber noch, was mich an Polen nervt. Und zwar folgendes Szenario: Wenn man zum Arzt geht, sich anmeldet und im Wartebereich folgenden Satz sagen muss: Przepraszam, kto jest ostatni? Schaut euch gerne folgendes Video an. Diese 5 Punkte solltest du beachten, sonst droht die Überraschung in Polen. Das Video habe ich jetzt für euch in der Ecke verlinkt. Bis bald und do widzenia, euer Kai.